So, moin zusammen, weiter geht's mit Valheim. Ja, ich habe mir hier ein bisschen was gebaut und auch ein Bett provisorisch erstmal hier hingestellt, weil ich glaube, bis ich da mein eigentliches Schlafzimmer dahin habe, wo ich es haben möchte, das dauert einfach noch ein bisschen zu lange. Ein Kopfpolster für die Erschöpften. Verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung für deines Eigenheims würde ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. So, benötigt ein Dach. Und da haben wir nämlich schon die nächste Problematik. Ich habe hier, wie man sieht, zwei große Tore. Die Halle soll nämlich echt hoch werden. Das heißt, Hammer bauen. So. Ich war noch mal im Wald, habe noch mal Holz geholt. Mein Holzvorrat, die 50er Stapel, den ich abgestellt habe, der ist auch schon wieder alle. Und ja, ist nicht gerade günstig hier alles, was ich so vorhab. Vielleicht will ich auch zu viel auf einmal direkt am Anfang. Das denke ich auch. Ist nur die Frage, mache ich jetzt hier eine schmale Wand oben rauf oder noch mal so eine größere. Problem ist nur, da komme ich jetzt gar nicht rauf. Ja, dann habe ich hier noch eine zweite Werkbank hingestellt, weil die braucht halt einen entsprechenden Einzugsradius. Also wäre ich quasi nur im Radius der ersten Werkbank, könnte ich nur bis hier bauen und ab hier wiederum nicht. Deshalb die zweite Werkbank und dann geht der Radius bis hier hinten rum. Bleibt auch erstmal alles so. Kann ich hier irgendwie halb an die Kante ran? Nein. Ja, und dann dachte ich, ich mache das Ganze nicht einfach nur kantig und gerade, sondern wie man sieht hier so eine leichte Diagonale, eine kleine Kurve hier drinne mit der Sitzecke dann. Wird bequem, also stelle ich mir jedenfalls vor. Ich kann von hier aus natürlich auch einen kleinen Aufgang machen. Oder ich mache den von da. Kann ich rauf? Nein. Wie sieht es jetzt aus? Ah, komm schon. War immerhin Spring verbessert. Und jetzt hänge ich irgendwie fest. Nee. Ich habe eben mich auch einmal versehentlich ins Lagerfeuer gestellt. Habe angefangen zu brennen. Habe jetzt hier überhaupt kein Wasser in der Nähe. Aber ich konnte mich hin und her rollen. Und instinktiv quasi. Und das hat auf jeden Fall geholfen. So, die drehe ich wieder nach außen. Oder? Ja, doch, komm. Oh, ich versuche gerade mir das vorzustellen, wenn es fertig ist, wegen der Höhe. Doch, möchte ich aber auf die Höhe. Definitiv. Fehlende Voraussetzungen. Schon wieder kein Holz mehr, oder was? Okay. Lagerfeuer 1 von 10. Pennen kann ich nicht. Kein Dach und mir ist kalt. Da hinten was geleuchtet. Ich gehe hier hinten mal gucken. Da leuchtet doch irgendwie was. Oh, auf jeden Fall sind da einige. Ja, hier ist so ein Runenstein. Einige Wildschweine auf jeden Fall hier. Tag 3. So, mal gucken, was er zu sagen hat hier. Wildschweine zu Kompendium führen. Dieses Land ist wild und ungestüm, doch wir alle sind noch viel wilder. Erfreue dich an den Geschenken, die du vor dir siehst, Reisender. Des guten Holzes und Steins und auch der Früchte und Blumen des Waldes. Und sieh dir auch die Wildschweine, die Länder durchstreifen. Sie fürchten das Feuer und die Hand der Menschen, doch du kannst sie fangen und zähmen. Nähre dich ihnen und biete ihnen Futter an. Sie werden den Wurzeln des Bodens nicht widerstehen können. Ja, okay. Schweine jagen wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Will ich jetzt erstmal echt nur aufs Haus stürzen. So.
Baum fällt. Wenn ich Glück habe, wird dadurch ja irgendwie auch ein Schwein erschlagen oder ein Reh oder sowas. Holzhacken 17. Ich gehe mal davon aus, dass man mit jedem Level ist der Schaden, den man dann quasi am Baumstamm macht, ein bisschen erhöht, unabhängig von der Axt. Und vielleicht Ausdauer reduziert oder so. Und guck mal, da kommt schon wieder so ein Freiwilliger. Ich kann ja mal schauen. Fähigkeiten, Holzhacken 17. Ja, aber man kann nicht separat gucken, was das jetzt im Einzelnen bringt. Komm schon. Ja, wo ich noch keine Axt hatte, ne? Da kamen sie zu zweit an, wollten Stress. Und jetzt, wo ich mich wehren kann, dann sehen sie zu, dass sie wegkommen. Ey. Mistviecher. Oh, was kann ich hier aufsammeln? Holz. Und einen Stein gefunden. Und in die Richtung. Okay. Mal gucken, noch ein Pilz drin? Nein. Ich weiß auch nicht, ob ich Pilze anpflanzen kann. Vorsicht, Vorsicht. So, ich glaube, die Fackel kann auch wieder aus. Und Gewicht 159. Ja, ich werde einfach mal wieder Holz hacken, bis das Inventar komplett voll ist. Baumstumpf weggekloppt. Ich dachte, ich wäre an dem Baum mit dran. Kann das natürlich schief gehen, wenn der fällt, dass mir der andere direkt auf den Kopf knallt. So, nehmen wir den hier auch noch weg. Oh, Axt kaputt. Oh, 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 weg, weg. Steine nehme ich noch mal mit. Wie viele Steine habe ich eigentlich? 29, okay. Schade, ich dachte, wenn ich einen 50er Stapel voll gehabt hätte, dann hätte ich den auch direkt hier quasi einlagern können. Holz hat mich verbessert. So, Gewicht 261, okay. Gucken, alle werde ich wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen, die beiden Stämme hier. Ja, vielleicht doch. So, ne, nicht alles. Bisschen Harz noch gefunden.
So, ab nach Hause. Na, komm schon. Lass mich hoch hier. Ja, aber doch, wird. Könnte mir gefallen. Goodie, weiterbauen. So, Gott, da war ich stehen geblieben. Ruff, ups. Ich könnte hier eigentlich auch mal ein Fenster reinsetzen, ne? Ja, mache ich sonst später. So, auf jeden Fall komme ich nicht mehr nach oben. Holzstufen. Sind. Ah, guck mal, die sind höher. So, die ganz an die Wand wollte ich eigentlich nicht, so ein bisschen da. Zack, rauf. Von hier aus dann rüber. Schön schmal an der Wand lang. So, cool. Na komm, zack. Ist auch gut, dass das alles so ein bisschen ineinander überlappt. Na komm. So, wie sieht das aus? Ja, so ein schmaler Gang. Ach komm, jetzt habe ich mich wieder verzettelt hier oder was? So einen kleinen improvisierten Wehrgang innerhalb der Halle. Glaube ich nicht schlecht. Kann ich hier nämlich auch. Ja. Ups. Die nochmal wegnehmen hier. Da kommen dann nur halbhohe Wände hin. Oh, habe ich den jetzt hingesetzt? Hier unten. Sehr schön. Ja, und dann ziehe ich von hier aus. Kann das was zu essen vertragen. So, stoppt ja nochmal eine Himbeere in den Wanz hier. Oder? Ja, doch. Überlegt gerade. Die nehme ich auch nochmal raus. Da kommt auch noch ein kleines Fenster rein. Hier auf der Seite nicht, sondern kann ich von hier aus immer schön gucken. So, wir essen da gerade. Klingelt eh keiner an der Tür. So, auf jeden Fall. Geht's jetzt weiter. Ups. Na komm schon. Rauf da. So, dann kommt hier noch ein Fenster nach außen. Da nicht. Oh, bleibt da. Ja, genau. So. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt vom Abrollen besser wird oder ob das sowieso nach einer Zeit dann aufhört zu brennen.
Ja. Komm schon rauf da. So, weiter geht's. So, dann wollte ich hier noch mal, oder? Da ein Fenster. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die kann ich ja auch, ja, guck mal, ineinander setzen. Sehr cool. Ups, nein, da, so, den auswählen. Schick. So, also mir gefällt's. Mal ein kleiner Blick von außen. Wird schon beeindruckend, denke ich. Für einen Einsiedler. So, und da jetzt das Dach drauf. Mal gucken, Strohdach 26 Grad. So, ich dreh mal rum hier. Oder 45 Grad. Ich glaube, hier nehme ich 45. Hammer ist kaputt. Okay, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Ich will nur mal. Und er stürzt ab. So, gut, alles reparieren. Zerlumpte Hosen, fünf Lederreste, ja, möchte ich eigentlich noch nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich die Werkbank verbessern kann. Nee, Quatsch. So, auswählen. Möbel, Kiste, Standfackel, Bauen, Herstellung, Verschiedenes. Eine Kochstelle kann ich mir mal. Da kommt auf jeden Fall auch noch mal eine Treppe hin. So, Kochstelle. Fleisch. Mal kurz warten, bis das fertig ist. Einmal Fleisch fertig. Gate öffnen. So, bauen. Und zwar möchte ich hier eine Kiste drin haben. 10 mal Holz. Dann kommt mal hier hin, mittig. Zack. So, Kiste leer. Da packe ich jetzt nämlich mal die schweren Steine rein. Und ja, Federn brauche ich erstmal nicht. Blumen brauche ich nicht. Harz für eine Fackel lasse ich mal dabei. Pilz brauche ich nicht wirklich. Die möchte ich mir aufheben. Pflanze sie, damit eine neue Buche wächst. Ja, die kommt hier auch erstmal rein, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Gut. Wunderbar. Ab ans Dach. So, Hammer bauen, bauen. 45 Grad. Nein, nein, nein. Ach, verdammt. Das muss ich nicht mal abreißen. Muss ich ja erstmal drehen hier, Mensch. Und runtergeplumpst. Ist doch ein Dach. Ja, ist klar. So, die Treppe kommt ja wahrscheinlich auch noch mal weg. Später.
drehen. Jetzt müsste es eigentlich. Nee. So, da hat er eben eingerastet. Das passt dann ganz gut. Das muss ich hier aber auch irgendwie einmal drehen. Und jetzt will er nicht. Okay, dann kommt einmal Trick 17. Setzen wir mal so eine. Naja, oh Gott, Meister, ey. Mal gucken, ob ich so ausbrenne oder ob ich. Ja, nee, okay, ist nur ein, zwei Sekunden. So, kommt hier einmal der rauf. Dann kommt da jetzt das Dach drauf und dann nehme ich das Fenster wieder raus. So ist gut. So, hier rüber. Ja, hier kann ich eigentlich ruhig mal ein langes Fenster lassen, oder? Warum nicht? Gut, muss ich aber trotzdem einmal. Zack. Trick 17 hier. Deckel drauf. Eins. Ja, komm schon. Zwei. Oder ich kann auch so zwei kleine. Na, ich lasse uns erstmal die zwei kleinen. Ich kann es immer noch wieder rausnehmen oder alternativ auch reinsetzen. Hier entsteht jetzt ein Spagat. Ist natürlich nicht so schön. Ah, verdammt. Ja. Ist halt er dazu? Ach Mensch, wieder runter, ey. Ja, aber ich glaube, man kann schon erahnen, in welche Richtung das läuft. Ich hätte leider vielleicht auch mal andersrum setzen sollen, dass ich da nicht über Eck springen muss, sondern einfach rüberkommen. Auf jeden Fall muss ich noch eine Etage höher, wenn ich das Dach schließen möchte mit den 45 Grad Dachgeschichten. Einen Rauchabzug muss ich lassen. Das. Ich setze einfach mal. Sieht das aus? Ah. Ah. Von außen. Von außen fällt es nicht weiter auf. Wenn man es nicht weiß, dann ist es okay. So, nächste Frage. Wie das hier abgeschlossen wird. Denk mal, ich mache hier einen harten Cut. Und auf der Seite auch nochmal einen Aufgang nach oben. Mal gucken. Eins, zwei. Dann mache ich das Dach rund komplett. Rund wäre eigentlich ein bisschen schöner. Hier so rum, nur andersrum mit diesem. Ja, eine relativ knackige Kurve. Ja, ich glaube, auf der Innenseite sieht das besser aus. Mit den Holzbalken. Schauen wir mal. So, Nummer 1. Und zwei. Na, nimmt sich nicht viel. Innenseite sieht es aber ein bisschen schicker aus, weil die Balken dann so ineinander laufen, die kleinen. Fängst an zu frieren, ja. Geh mal näher ans Feuer. Zu frieren. Und hier hinter kommt dann mein Schlafzimmer.
bauen. Hier rüber. Ah, gut. Weiter geht's nicht. Dann hängt es in der Luft und bricht ab. Ich die Wand nochmal wieder weg hier. Und benötigt ein Dach. Ja, zieht noch nicht. Oh, was ist das denn? Ist das der Weltenbaum hier? Sieht natürlich krass aus. Ey. Sollen wir mal allgemein die Karte gucken. Guck mal, die Erde ist nämlich doch eine Scheibe. Aber ich glaube, von der Größe reicht das auch. Was sagt die Uhr? Ja, 26, machen wir doch noch ein bisschen weiter. Ich wollte sonst sagen, dass ich noch mal Pause mache, bis ich das Dach da oben fertig gezimmert habe. Dann muss ich ja von hier aus quasi noch mal eine Etage höher. Und das da muss ich auch irgendwie hinbekommen. Ansonsten mache ich es mal ganz anders. Ich setze hier einfach mal kurz mein Bett rein. Verschiedenes Möbel, Bett. So, Gästezimmer. Zack, aus. Benötigt ein Feuer in der Nähe. Boah, ihr macht mich wahnsinnig. Gut, dann bauen wir halt auch ein Feuerchen. Und jetzt halt keine Steine. Vom Regen in die Tra. Ach nee, Quatsch. Moment. Ich hab doch hier. So, zack, Stapel. 5 Stück brauche ich nur. Bauen. Lagerfeuer. Ist hier nicht möglich? Nee. Feuer in der Nähe. Ja, muss das Feuer jetzt im Bett sein oder reicht das, wenn ich das hier draußen hinsetze? Ah, endlich! Ab ins Bett. Ja, du träumst von einem großen Baum, der die Nacht durchbricht und gen Himmel wächst. Die Hälfte seiner Äste steht in Flammen, die andere besitzt grüne Blätter. Cool. Cool. Gemütlich eins. So, ich kann ja auch mal Tür zumachen und mir hier 2 Fackeln hinstellen. Nee, die ist ein bisschen zu tief hier. So. Mal hier oben auf. So. Ich die auch nochmal weg. Da. So ist besser. So, Werkbank. Zerlumptes Hemd Upgrade. Steinaxt. Ja, die Werkbank auf Level 2 kriegen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich musste hier bei Herstellung nichts zum Bauen. Da musste ich irgendwie was für freischalten. Ich weiß nur nicht mehr, wie das war. So, ich werde sonst einfach mal ein bisschen ins Landesinnere laufen. Ein paar Schweine killen. Und Rehe, wenn ich sie erwische. Und auch mal Richtung Wasser nochmal. Mache ich mal eine kleine Erkundungstour hier draus. Auf mal an der Waldkante entlang Richtung Wasser. Ah, schade. Das sieht doch auch aus wie. Ah, ist doch einer hinter mir.
So, Ruhe. Ist das eine Hütte oder nee, nur ein Baumstamm? Richtig schön weites Land hier. Das ist eigentlich ganz, ganz coole Voraussetzung für ein schickes Leben hier. Was ich hier noch so finde im Wald. Ich weiß auch nicht, ob die Himbeeren an den Sträuchern, ob die irgendwie nachwachsen nach einer Zeit oder die Pilze irgendwie. Oder ob das so einmal Dinger ist und dann nie wieder und man dadurch. Oh. Und dass man dann dadurch quasi gezwungen wird, immer in Bewegung zu bleiben mit seinem Charakter. Ach, schau mal. Kleine Siedlung hier. Gucken. Vielleicht finde ich hier irgendwas Nützliches im Haus oder so. Tatsache. Eine Truhe. Wie kann ich denn alles nehmen? Feuersteinpfeil. Cool. Das hier, ist das ein Bett oder was ist das? Ja, sieht so aus wie ein altes kaputtes Bett. Ja, sobald ich zu Hause bin, werde ich mal was ausprobieren. Nämlich. Oh, ich bringe Nachrichten hier hinter. Dunkler Wald. Dreh um, dieser Ort ist gefährlich. Du musst dich in den dunklen. Du hast dich in den dunklen Wald begeben. Dieser Ort kann für alle, die nicht vorbereitet sind, äußerst tödlich sein. Stelle deine Werte unter Beweis, indem du Aegtyr tötest. Ach was. Okay. So viel zu. Ich gehe mal kurz. Richtung Wasser. So, Karte. Wo bist du denn? Wow. Nee, ich merke schon, das sollte ich wahrscheinlich lassen. Oh, Kacke. Drei davon. Ich mache kaum Schaden an den Jungs. Shit. Shit. Okay, einer hat es wohl sein lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich deren Schläge geblockt kriege. Bleib stehen. Jawohl, einen habe ich. Wow, 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 wow.
Wie jetzt? Nur Harz und Stein? Nix irgendwie von wegen. Skelettüberreste. Cool. Neues Material. Knochenfragmente. Ah, das ist ja cool, hier so eine alte Grabstätte geplündert. Karte. Ich bin jetzt da. Das heißt, in die Richtung komme ich zu meinem Bett. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, okay? Ich dachte, ich wäre auf der gegenüberliegenden Lichtung. Ich würde eigentlich gerne mal so ein Reh erlegen hier. Stehen! Oder ein Hirsch. Zu stabil, ja. Die Birke getroffen. Ja, das wird nichts, ey. Da muss ich erstmal zusehen, dass ich mir einen Bogen besorge. Da brauchte ich ja, glaube ich, ein bisschen. Ach, cool. Ein paar Himbeeren. Ein paar Schweinefälle für. Ja, gut, da ist ein Schwein, das hole ich mir. Und dann wollte ich ja schauen, ob ich hier irgendwie. Ah, ja, doch, Lederreste. Dann wollte ich ja mal schauen, ob ich hier die Dings anpflanzen kann. Himbeerbüsche oder sowas. So. Den mal auf Leiste setzen. Okay, dann ist da einer. Kannst nicht mehr Himbeeren essen. Und die Hacke zusammen mit Himbeeren. Kannst nicht mehr Himbeeren essen. So, ich habe hier das Feld quasi vorbereitet dafür. Mal einen Himbeerbusch hier hinsetzen. Nee, geht nicht. Gut, dann probiere ich es mal anders. Teile ich mal auf 1. Okay, und schmeiß die hier einfach mal hin. Ah, okay. Rechte Maustaste ist es nicht. So, linke. So, ich werde auch mal Buchensamen. Pflanze sie, damit eine neue Blume wächst. Süß und lecker. Leckerer Pilz. Wenn ich mir davon auch mal einen Buchensamen mitnehme. Und mal gucken, ob ich den auf Leiste setzen muss, damit er da den Buchensamen. Ja, ich dachte, wenn ich den jetzt auswähle, dass er mir den dann auch entsprechend pflanzt. Da muss ich den Boden befestigen. Ja, auf was anwenden? Auf den Boden natürlich. Erwartungshaltung war, er nimmt den Setzling in die Hand. Und dass man den dann pflanzt auf die Weise. Gut, ansonsten renne ich mal in diesen Wald hier. Und schaue, dass ich ein Schweinchen finde.
Ich war einst Astrid, Schildmalt des Waldes. Ich weiß nichts mehr über mein Leben, bevor ich hier erwachte. Doch mein Arm erinnert sich des Schwertes und meine Augen erkennen den Flug von Pfeilen. Und nun leiten mich die Raben. Heute kämpfe ich in Odins Namen gegen Biester und Bestien. Okay. Ja, die Hütte baue ich später weiter. Ah, Pilze, guck mal. Sehr schön. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen erkunden und gucken, dass ich noch die eine oder so andere Sau geschlachtet kriege für Lederteile. Boah, nee, das ist ein Ast, der über mich rüberragt hier. Am Himmel. Sieht schon echt krass aus. Der Steinkreis ist doch auch nicht natürlich entstanden hier. Oh, da hinten ist noch mal so eine Grabstätte, wenn ich Glück habe. Kann ich noch mal ein paar Knochen finden. Ah, Tatsache. Zwei Knochenfragmente. Wofür, was ich damit machen kann, weiß ich noch nicht. Oh, das sind doch, jawohl, ob das welche sind, Himbeerbüsche. Ja, auf jeden Fall mal Daumen drücken, dass zu Hause die hingeschmissene Himbeere und die Buche da, dass die auf dem gepflügten Feld irgendwie anwachsen. Wäre mir echt geholfen mit, wenn ich dann selber mein Obst hier quasi züchten könnte. Sprinten 12. So, hier sah irgendwie auch noch mal interessant aus. Oh, wer seid ihr denn? Ist das hier schon wieder der Schwarzwald oder? Oh, Blaubeeren. Grauzwergauge. Ja, das sieht hier sehr wieder nach Dunkelwald aus. Kommt da eigentlich noch ein Hinweis von wegen Dunkelwald oder nicht oder so? Scheint mir irgendwie nicht so. Ups. Seid gewarnt vor Grauzwergen, die versteckt in den Schatten leben, doch ohne Seele sind. Geboren aus Verfall und Regen, springen sie wie Pilze aus dem rauchenden Boden. Ihre Augen sind leer und ihre Lippen stumm. Auch die Furchtlosen sollten vor ihnen zittern. Wenn die Seele eines Mörders in der Erde verrottet, entsteht eine Zyste, die Felsen, Holz und Moos anzieht. Sie formt Torf zu Fleisch, flechtet Schilf zu Knochen und macht Lumpen zu Haut. Wenn die Nacht heranbricht, läuft das, was nicht leben sollte. Achso, läuft das, was nicht leben sollte. Sollte wer auch immer diese Runen liest, ein Schwert zur Hand haben, so spieße er es auf und schneide er die sumpfige Zyste aus dem modrigen Körper. Oder lasse er dies Wesen, das die Flamme fürchte, die lodernde Flamme spüren. Okay. Dunkelwald. Ja, hallo! Sprungergriff. Ah, oh, schade.
Lederreste und eine Wildschwein-Trophäe. So, hier war aber noch ein zweites und die Sau ist abgehauen. So wie es aussieht. Was ich noch gar nicht gefunden habe, sind Feuersteine. Hier oben möchte ich noch mal reinschauen und dann renne ich sonst erstmal wieder zurück zum Haus. Kleiner Unterschlupf. Nichts drin leider, schade. Was sagt denn die Karte, wo ich bin? So, ich werde hier unten mal zu den Runensteinen laufen. Was sagt mein Gewicht eigentlich? Ja, 158. Knapp die Hälfte. Ist noch ein Schwein. Fackel sonst ausmachen. Nicht, dass er nur Angst hat und wegläuft wegen der Fackel. So. Und Lederreste und kein Fleisch. Nö, warum auch? Könnte man ja gebrauchen. Mal noch zwei, drei. Rohes Fleisch, sehr cool. Und Lederreste, cool. Die beiden hier, die armen Schweine, müssen auch nochmal dran glauben. So, Lederrest. Der zweite hat nichts hinterlassen, oder was? So, da war ich vorhin drin, glaube ich. Oder ist das noch wieder ein neues Grab hier? Ich glaube, das war das, wo ich schon drin war. Ja. Können wir es etwas zu essen vertragen? Ja. Himbeeren, die laufen echt gut. Gesundheit 15, Ausdauer 20. Ja, die spare ich mir mal. Die hebe ich mir mal auf. Fängt es an zu frieren, aber ihr habt doch eine Fackel in der Hand. Die spendet da auch ein bisschen Wärme. So, links sehe ich mein Bett so ein bisschen. Ja, sonst gehe ich nach Hause. Hau mich aufs Ohr. Und dann, sobald es hell ist, laufe ich dann los, dann brauche ich nicht die Nacht hier irgendwie mir um die Ohren schlagen, sondern kann er sich schön ausruhen. Ja, hier vorne liegen noch zwei Sachen, das ist wahrscheinlich ja. Ah, verdammt. Na egal. Gut, dann nehme ich sie wieder auf. Dann kommt wahrscheinlich später noch irgendwas Richtung Landwirtschaft oder so nochmal. Und ab ins Bett. Was sagt die Uhr? Ja, dann mache ich hier eine kleine Pause. Du rennst erneut deinen Kriegern voran, während du die schwere Axt deines Vaters in Händen spürst. Als du erwachst, hast du einen Kriegsschrei auf den Lippen. Good morning. Gut, cool. Und dann, ja, es ist noch dunkel. Tag 5. Zweimal Fleisch. So, dann schaue ich, dass ich das Auge hier lasse. Die Federn lasse ich hier. Die Pfeile nehme ich mit. Und dann baue ich mir einen Bogen. Dann kann ich unterwegs noch ein bisschen jagen.
Je nachdem, was an Materialien überbleibt, baue ich mir da noch irgendwas anderes. So, gut. Nach unten, hier nochmal fix ran. So, Steinaxt-Upgrade, Crafting, so, erstmal alles reparieren. Dann den Bogen habe ich ge. Oh, 8 Lederreste sogar. Krass. Egal, möchte ich trotzdem haben. Dann kann ich mir ein paar Rehe schießen. Da komme ich nämlich nicht ran an die Mistviecher. Vierzig Pfeile. Na, eine Keule. Was machen die an Schaden? Hauen 12, Blockwert 10, parieren 20. Und die Steinaxt 15, Schlitzen, Blocken, Parieren ist sonst gleich. Größeren Rückstoß. Nö, passt so. So, mein Gedöns in die Kiste. Achso, ich dachte gerade, was ist das denn für ein Riesenvieh, aber das ist nur ein Wachtor. So, gut. Das wollte ich hier lassen. Das wollte ich hier lassen. Wildschweintrophäe lasse ich hier. Hier 33 Steine gesammelt unterwegs. Die lasse ich auch da. Bisschen Holz nehme ich mit. Harz nehme ich mit. Dann kann ich mir sonst noch mal eine Fackel bauen. Der bleibt da. Der bleibt da. Das bleibt hier. So, dann habe ich hier ein bisschen Fleisch. So, dann sortiere ich das mal nach Essen und so, Material. Pfeile tue ich dahin. Was sind das für welche? Holzpfeil. Stechen 27, Feuersteinpfeile. Ja, Feuerstein habe ich noch gar nicht gefunden. Deswegen wollte ich mich jetzt einfach mal hier unten runter begeben, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie Feuersteine finde. Ich denke nämlich, die brauche ich. Gut, ja, in die Richtung. Ich werde mal hier am Waldrand entlang laufen, dass ich noch so ein bisschen miterkunde. Und dann ist schon wieder die erste Sau. Mal gleich mal Pfeil und Bogen ausprobieren. Zack. Ja, aber nicht mehr in der Folge. Hier mache ich Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich und ciao.